Okidoki. Also, dann sind wir jetzt wieder irgendwo. Ja, Treppen sind bis dato leider nicht eingezeichnet. Ich vermute aber vielleicht, dass das eine da vorne vielleicht. Ich meine, ich kann es euch natürlich nicht zeigen, weil ich weder mit einem Cursor noch sonst mit irgendeiner optischen sichtbaren Sache über die Karte fliegen kann, um euch zu zeigen, wo ich gedenke hinzugehen. Allerdings muss ja irgendwo ein Weg nach oben sein. Und da wir uns jetzt im Erdgeschoss befinden und in den ersten Stock wollen, muss das ja hier irgendwo sein. Aber jetzt müssen wir natürlich rausfinden, wo. Das könnte ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Was soll das hier eigentlich? Da machen wir jetzt nichts mehr. Da haben wir bereits was gemacht. Da geht jetzt auch nichts mehr. So. Diese Kiste können wir nicht öffnen. Wir sind jetzt. Wo sind wir eigentlich? Hier. Immer noch Erdgeschoss. Ja gut, wir müssen jetzt im Endeffekt einfach schauen. Das ist wieder die Kapelle. Ich meine, da waren wir auch schon. Ja. Da ist auch jemand. Wollen wir gar nicht hin. Wollen wir es jetzt nicht geben. Also in dem Fall muss ich jetzt erneut einen Blick in die Karte werfen. Wir müssen irgendwo anders hin. Wir müssen irgendwie woanders hin. Wir kommen nicht drum rum. Ich nehme an, wir müssen wieder irgendwie in den Hauptsaal. Beziehungsweise links auf der Karte sind jetzt noch zwei Räumlichkeiten, die überhaupt nicht, also die nicht hellgrau sind. Das heißt, die haben wir wahrscheinlich auch noch nicht besucht. Das eine scheint aber ein Park zu sein, mit irgendeinem runden Brunnen in der Mitte, wenn ich das richtig sehe. Und ja, Treppenhaus in dem Sinne. Könnte höchstens der kleine quadratische Raum da zwischen dieser Fläche mit dem Brunnen und dem sechseckigen Raum da sein, den ihr, wie gesagt, ihr könnt euch vielleicht einigermaßen denken, wo ich euch sagen will, dass ich bin. Aber vielleicht ist auch das, was ich da blabbere, völlig unverständlich. So, die Schritte sind hier verdammt laut. Als ob jemand dir eine Leiter. Ja, wäre auch so schön gewesen, ne? Einfach mal Leiter benutzen. Die Tür will uns auch nichts irgendwie Gutes tun, oder? Nee, gar nicht. Also gar nicht. Versuche ein bisschen zügiger unterwegs zu sein hier. Ohne aber dabei irgendwie laut zu werden. Denn wir wissen ja inzwischen, wenn sie dich töten, dann bedeutet das. Wie denn? Was? Wer sind sie? Ja? Okay, ist völlig sinnlos gewesen, aber ich habe Gänsehaut. Also es hat mir seinen Zweck erfüllt in dem Moment. Was jetzt aber jetzt. Oh, da kann man. Oh, das ist aber gut. Ich brauche mich nicht heilen, mir ist noch nichts passiert. Bis jetzt. Heute. Okay, wenn ich etwas ja nicht leiden kann, dann sind es einfach so random eingeworfene irgendwelche Soundeffekte, die einen ängstigen sollen. Ich meine, es hat funktioniert. Aber wenn sie wirklich random nur hingepflastert sind, dann ist das doof. Jetzt habe ich natürlich vorher gesehen, hier ist ein Kamerad vorbeigelaufen. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen aufpassen wieder, wo wir hingehen, ne? Beziehungsweise, dass wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell rauslaufen. Ich muss mich mal ein kleines bisschen mehr aufsetzen. Der Rücken, der gute alte Rücken. So, dann haben wir hier niemanden. Ja. Okay, der kommt wieder.
Wenn wir Glück haben, geht er dort durch jene Tür, aber das glaube ich nicht. Plötzlich. Ich hoffe mal weit weg. So, ich gehe jetzt einfach mal hier rein, in der Hoffnung, dass alles. Ah ja gut, das ist die Dingsbums da, die Theke. Die ist ja schon mal generell nicht ganz verkehrt. Da sind die Kollegen. Da laufen sie rum ein bisschen. Ich muss mich wieder orientieren. Ja, genau da bin ich. Ah, die andere Seite ist ja auch. Auf der anderen Seite ist ja auch eine Theke. Dann meine ich, genau, das ist die andere Seite, wo ich die ganzen Klingeln betätigen kann, um die in dem Gebäude rumzuscheuchen. Muss ich allerdings irgendwie rüberkommen, ne? Oder gibt's sowas hier auch? Ja, da gibt es sowas. Ah ja, da bin ich ja durch den Lüftungsschacht einst hindurchgekrochen. Sehr schön. Okay. Also wir haben ja erneut die Karte. Ich versuche jetzt mal hier irgendwo herauszulesen, ob hier irgendwo Treppe steht. Treppe. Aber dieses kleine Räumchen da über der Bar, das scheint mir doch ein Treppensymbol zu sein, wenn es auch nicht ganz eindeutig ist. Aber ich denke, das ist ein Treppensymbol. Das heißt... Ne, wieder aufstehen. Steh doch wieder auf, bitte. Das heißt... Ich bin jetzt hier. Das heißt, ich sollte durch den Lüftungsschacht darüber... Das finde ich eine sehr krasse Idee. Ja, gehen wir. Ach, so leicht war das gar nicht. Ja, ich gehe trotzdem mal hier durch. Wieder. Ich sollte den vielleicht da wegscheuchen. Also, ich bin an dieser Rezeption. Der ist hier vorne am Rumgurken. Das heißt, ich möchte den relativ weit weg haben. Am besten Grand Hall. Waiting Area will ich ihn nicht. Manager's Office. Ja, warum denn nicht? Hoffen wir, dass er jetzt weg ist. Ja, für den Moment zumindest mal. Okay. Ah, ungeschickt, ungeschickt, ungeschickt. Jetzt hoffen wir mal, dass er mir nicht zu nahe kommt. Nee, der geht da lang. Das ist in Ordnung, das darfst du. Ich bin wo? Waiting Area. Klasse. Ich wollte ja eigentlich... Mist. Ich muss da anders rein, ne? Ja, ja. Also, pass auf, wir gehen wieder da rum. Ja, es ist leider ein bisschen tough hier, dieses ganze Hin- und Hergeschleiche da. Das ist leider nichts, was wirklich schnell geht, ne? Also dieses Spiel in den angegebenen 5 bis 6 Stunden durchzuspielen, das ist ein bisschen, behaupte ich jetzt mal. Ja, ist schon machbar, aber ne, wenn du natürlich vorsichtig bist, so wie ich, dann funktioniert das nicht immer. Na? So, also meine Intention wäre jetzt hier dafür zu sorgen, dass ich die in die Waiting Area locke. Dann hier oben, wo auch mein Pfeil hin zeigt, raus, dann die nächste links gleich gegenüber. Nee, dann müsste ich ja eigentlich... Also links durch die Tür oben, durch die große Tür, quasi durch den großen Saal durch. Und dann ist da dieses kleine Räumchen, was ich meine, dass es ein Treppenhaus sein könnte. Also es ist beinahe zu einfach. So, Waiting Area wollen wir sie haben, die Leute.
bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so dolle war. Oh, da hat auf jeden Fall gerade mal einer die Tür geöffnet oder geschlossen. Ja, okay. Schauen wir mal. Ja, eben da oben waren wir schon, die Treppe. Habe ich gedacht, da geht's hoch in den ersten Stock. Nix war's. Da geht es leider nur zu einer Orgel. So. Fühle mich einigermaßen sicher. Jetzt sind wir da Richtung Dingensbummens wieder. Ja. Wieso habe ich denn die Untergeschosskarte drin, Mensch? Hä? Habe ich doch gar nicht. Das ist das Untergeschoss. Wir sind im Erdgeschoss. Ja. Mir bleibt nichts anderes übrig, als hier wie ein Blöder rumzuprobieren, wo jetzt hier irgendwo eine Treppe ist. Beziehungsweise wie ich sonst irgendwie nach oben komme. Hier wäre ein Fass. Das scheint allerdings nicht angezapft werden zu wollen, ne? Ach, sind wir wieder hier. Oh, so nett. Sind wir wieder hier? Ja, Leut von heut, ne? Mir ist bis jetzt nicht aufgefallen, dass an dieser Stelle ein Zapfhahn fehlt, ja? Jetzt mache ich den da einfach mal dran. Schlange? Das ist was. Ja, was soll das jetzt werden? Ist das jetzt einfach nur. Also. Ja, also von einer etwaigen Reihenfolge, was das da angeht, habe ich jetzt auch keine Ahnung. Also ist mir keine Information zugegangen, was ich da irgendwie oder ob ich da irgendwie was mit den Zapfhähnen überhaupt machen kann. Beziehungsweise ob es was bringt. Das ist mir alles gerade irgendwie ein bisschen zu doof hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde jetzt wieder probieren, auf die andere Seite zu kommen und mal darüber in das, was ist das, Kapelle? Und da ist noch so ein Fragezeichen. Aber ich war in dem Raum eigentlich schon. In dem Raum war ich schon. Und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da jetzt noch sollte. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Ist ja nicht auszuschließen. Ich speichere hier mal schnell. Dann ist hier wenigstens, sollte ich erwischt werden, nicht gleich wieder Feierabend. Das ist auch interessant, ne? Es ist eigentlich auch ein Schacht, den man offensichtlich benutzen kann. Allerdings, wohl jetzt noch nicht. Na? Jetzt gucke ich nochmal in die Karte. Also so einfach kommen wir hier nicht raus. Das heißt, wir müssen leider doch wieder den etwas längeren Weg gehen. Da muss ich mich natürlich ein bisschen auch entschuldigen, dass es jetzt nicht so aufregend wird hier, ne? Wenn nicht sogar langweilig. Weil, gucke ich natürlich ständig in die Karte, weil ich wissen will, wo ich bin. Und B, bewege ich mich hier nur sehr schleichend voran, weil ich möchte natürlich nicht gehört werden. So, bin absolut richtig. Geradeaus einfach mal auf diese Kapelle zu, in der Hoffnung, dass ich dieses Fragezeichen da überhaupt noch nicht behandelt habe, welches sich in diesem Raum befindet. Allerdings ist da jemand? Oder sieht das nur so aus? Ne, da ist tatsächlich jemand. Der wird sich allerdings, glaube ich, auch nicht aus jener Kapelle
entfernen lassen, so leicht. Da wäre jetzt Fragezeichen. Macht er? Habe ich noch nicht, Weiß nicht. Was soll da rein? Oh, ein Kommentar. Das gibt's halt. Ich mach einfach mal... Oh. Ich mach einfach mal weiter hier. Geht er hier raus jetzt? Das wäre so geil. Der verlässt den Raum nicht wirklich, ne? Das ist ja schade. Nochmal ein Blick in die Karte. Ich muss leider ständig in die Karte gucken. Also da ist... Er kommt zurück. Aber vielleicht habe ich ja... Da muss irgendwas hin. Okay, drüben hat er einen Schädel in der Hand. Du wirst jetzt nicht hier hinkommen, oder? Nö? Also doch. Ja gut. Okay. Drehen? Ich habe einen Zylinder. Ein Cerberus-Zylinder. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich habe leider immer noch keinen Plan, was ich damit machen soll hier. Mit diesen, Zylinder, beziehungsweise ich habe jetzt eine Karte vorher gesehen. Ein Huttenblatt. Also, es scheint so, als könnte ich an diesem Schädel irgendwas verwenden. Aber ich denke nicht, dass ich diesen Gegenstand schon habe. Senpai, ich schreib's gar nichts mehr. Ich wollte wissen, wie es dir geht und so. Oder bist du eingeschlafen? Gelangweilt von meinem ganzen Gelaber. Das kann natürlich auch sein, das tut mir leid. Was ich aber sagen will, ist, dass alle Gegner hier scheiße sind. Weil sie laufen mir genau dann vor der Nase rum, wenn ich sie nicht brauche. Also. Lass mal kurz checken. Was haben wir denn für Zylinder? Wir haben ja Zylinder. Wir haben ja Zylinder. So, und zwar haben wir den Cerberus-Zylinder und den Helden-Zylinder. Held, der sollte da oben hin. Ich hasse es, wenn die Tür hier immer aufsteht. Da waren wir schon mal. Da müsste ich allerdings ganz oben mittig in der Karte durch diesen Raum wieder raus. Das ist alles außerhalb des Gebäudes, wo die hin müssen, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise... Held? Der muss hier. Da war ich schon. Da komme ich wahrscheinlich irgendwann wieder hin. Sirene? Will ich nicht wissen. Medusa? Will ich auch nicht wissen. Habe ich noch nicht. Cerberus. Das sind die Fundorte. Ach, Idioten. Ich will wissen, wo die hin. Okay. Okay. Ich freue mich. Ich kann einfach hier stehen bleiben. Die sind ja wahrscheinlich durch das Projektor-Geräusch so abgelenkt, dass sie gar nichts anderes wahrnehmen, ne? Okay. Aber ist ja schon mal ganz gut, dass ich jetzt weiß, wo diese Zylinder zu finden sind. Das heißt, Held und Cerberus habe ich schon. Das heißt, um jetzt... Ja, also ich habe jetzt die Möglichkeit hier, ich mache die mal wieder ein bisschen lauter, dass ich das Spiel wieder höre. Also ich habe jetzt da den Cerberus-Zylinder gefunden, ich habe den Heldenzylinder draußen gefunden. Das ist irgendwo ganz anders, beziehungsweise das ist auch irgendwo ganz anders. Basement. Okay, im Keller muss auch noch ein Zylinder sein. Garden, Scare Point, genau da bin ich gewesen. West Wing, Westflügel, Schlafzimmer. Das wird wohl, denke ich mal, erster Stock sein. Basement, Keller. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder in den Keller. Da muss da irgendwo so ein
so einen Zylinder rumfliegen. Muss ich vielleicht doch zuerst die Zylinder finden, bevor ich in den ersten Stock kann. Aber es sieht ja so aus, als müsste ich in den ersten Stock. Ah ja, ist alles nicht so leicht, ne? Ist echt geil, dass denen das nicht juckt, dass ich hier stehe, ne? Ich habe keine Luft angehalten und nichts. Ist richtig geil, ich fühle mich ja wohl, ich glaube, ich bleib hier. Ne? Ja. Ja, wofür sind die Zylinder? Ich meine, an irgendeiner Apparatur müssen diese Zylinder nachher eingesetzt werden. Ich bin mir aber noch nicht sicher, an welcher Apparatur genau. Also da, das wird sich dann zeigen, hoffentlich. Wichtig ist, dass ich die jetzt erstmal alle finde. Wichtig ist, dass ich da, oder wichtig dafür ist, zu wissen, wo ich jetzt bin. Ich bin da, wo ich bin. Okay, das heißt, ich gehe da vorne links, in der Hoffnung, dass der Kollege nicht gleich wieder durch jene Tür kommt. Hier links. Und dann hat es hier den Aufzug in den Keller. Ne? Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt im... Basement ist schon Keller, oder? Oder ist Basement Dachboden? Nicht, dass ich mich jetzt hier... verlaufe, ne? Weil wenn ich auf den Dachboden will, dann muss ich auch erstmal in den ersten Stock, ne? Es sei denn, ich kletter außen an der Fassade hoch, aber das glaube ich nicht, dass das in diesem Spiel so ist. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal... Das ist nicht... Das sieht nicht nach Basement aus, ne? Also zumindest nicht so wie das, was ich jetzt oben als... Basement. Ich muss es googeln. Oder googelt's ihr mal. Da würde ich... Ich gehe jetzt einfach mal. Hier unten ist auch kein Mensch, also hier unten bin nur ich. Das heißt, ich habe mich verlaufen. Nee, habe ich nicht. Also da hier ja niemand ist, also hoffentlich niemand ist, das sind wieder die random eingeworfenen Geräusche der Entwickler, die haben sich einen Spaß dabei gemacht. Da lang muss ich jetzt, denke ich, ja, okay, doch, nächste rechts. Ja, da bin ich schon gewesen. Aber es ist echt ein Hickhack, dieses Spiel. Ach so. Dann ist hier also doch jemand. Das ist gut zu wissen. Was war denn da eigentlich Dachboden? Das müsste ja auf Englisch Attic gewesen sein. Wenn ich mich nicht täusche. Habe ich nicht gar so einen? Nee, so einen Schlüssel habe ich nicht, ne? Ist ein Harfe, eine Harfe oder sowas? Das heißt, dieser Schlüssel würde mir auch noch fehlen. Geh mal da raus, genau. Geh mal durch die Tür. Lass dir Zeit, ne? So, tschüss. So, also. Dann gehen wir mal wieder hier rum. Ich denke mir, da läuft da schlicht und ergreifend eine Runde. Ganz einfach. Nichtsdestotrotz, ich muss immer wieder mal gucken, wo ich bin. Hier durch. Dann müsste es gleich wieder links gehen. Nee. Doch, hier geht's doch links. Da. So, jetzt machen wir aber mal hier weiter. Nee, nicht Pause. Karte. Da hinten, da ist ein Telefon. In dem Raum war ich aber definitiv noch nicht. Was ist denn da lila? Ach so. Ah, nee, das war vom Anfang noch. Okay. Bitteschön, habe ich gern gemacht. Wie gesagt, eher schlecht als recht erklärt, aber... So ungefähr, dass du Bescheid weißt. Also es ist keine hochtrabende Story, sagen wir es mal so. Es basiert auf einer... Was? Es basiert auf einer walisischen Folklore, muss man dazu sagen. Diese Maid of Scares, also entspricht... Alles klar, es läuft.
entspricht also der walisischen Sagenwelt. Ja. Jetzt haben wir wieder ein Telefon. Okay, also ich habe dieses Telefon, bin ich der Meinung, schon mal benutzt. Ich bin der Meinung, ich habe dieses Telefon schon benutzt. Sonst hätte das jetzt geklingelt. Ich meine mich auch erinnern zu können, hier durchgekommen zu sein. Es kommt mir schon alles relativ bekannt vor. Ich habe nur ein bisschen... Ja, hier war ich definitiv schon. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier jetzt komplett durchlaufe, dann komme ich wieder da hinten raus, dann kann ich im Prinzip das... Dann ist es so, als würde ich das Spiel nochmal von vorne spielen. Das will ich ja gar nicht. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt mal nichts gefunden, was in irgendeiner Form einem Zylinder gleicht. Ne? Also ich bin irgendwie immer noch der Meinung, ich muss zurück ins Erdgeschoss und muss da versuchen, einen Weg in den ersten Stock zu finden. Allerdings wird das wohl nicht leicht. Ich gehe wieder nach oben. Also wenn ich hier weitergehe, dann komme ich gerade wieder in den Garten raus und hin und her und dann ist es so, als würde ich das Spiel, wie gesagt, nochmal von vorne spielen. Das muss ja nicht sein. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Obwohl es auf der einen Seite recht linear ist, hast du dann doch wiederum die Möglichkeit, alles doppelt und dreifach abzulaufen. Kann ja sein, dass du zu einem späteren Zeitpunkt nochmal da raus musst. Beispielsweise, um dann irgendwo diese besagten Zylinder zu platzieren. Wo bin ich jetzt? Bin ich richtig? Aber ich bin der Meinung, zum jetzigen Zeitpunkt muss man da nicht hin. Ja, Senpai, mit loswerden ist es dann leider. Also wenn sie dich einmal gespottet haben, wirst du die leider nicht mehr so einfach los. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, es kommt auch mal ein englischer Zuschauer vorbei. Das gibt's. Also, wir haben ja vorher im Keller hier gespeichert. Ich bin jetzt ja immer noch leider ein bisschen überfordert, was das hier angeht mit in den ersten Stock kommen und so weiter und so fort. Also,